Willkommen zum dritten Teil meiner Reihe von Videos zum Thema Pinball-Spiele. Also meiner explosionsartig freigesetzten Liebe zu diesem Genre. Erster Teil handelte von Pinball FX3, der zweite von The Carrier Games und der dritte jetzt von The Pinball Arcade. Ich kann ja schon mal Start drücken. Und krieg direkt einen Copyright Strike, nehme ich an. Ne, ich hätte mir keinen anderen Song vorstellen können, der hiermit zusammenhängt. Aber es ist nicht die Originalversion von The Who, sondern nachgesungen. Aber sie haben das die Rechte offenbar daran. Und Rechte bringt uns direkt zum Thema. Pinball Arcade war die wahrscheinlich größte Plattform für Pinball-Spiele, real existierende Pinball-Spiele. Ich hatte in den letzten Teilen was darüber gesagt, dass es halt moderne, neue Pinball-Spiele gibt, die nie existiert haben als echte Tische irgendwo. Und dass es andererseits aber auch Leute gibt, die halt die echten Tische am Leben erhalten wollen und wollten. Und hier wollte ich hin. Und Pinball Arcade hatte das. Sie hatten wirklich Tische der 80er, 90er Jahre von allen großen Firmen in digitaler Form anzubieten. Ich glaube 100, 110 Stück gab es davon. Und wie man hier sieht, ja, verschiedene Themen hier, Black Hole, Bombusters und so weiter. Dinge, die man sich vorstellen kann, Haunted House. Aber auch Lizenzen, Harley Davidson, Ghostbusters, Last Action Hero, falls sich jemand an den Film erinnert, Mary Shelley's Frankenstein, also der Film von Kenneth Branagh, genau, das war der Name, Starship Troopers sehe ich hier und Star Trek. Das ist an sich schon mal sehr, sehr, sehr vielfältig, würde ich sagen. Und das Problem allerdings ist, dass es noch um einige mehr gab. Terminator 2, ja, Elvira, was mich sehr interessiert, der legendäre Adams Family Flipper Automat. All das gab es von dieser Firma her. Aber die Firma hat die Rechte nicht etwa an den Filmtiteln eingebüßt, sondern die Rechte eingebüßt an Williams, Gottlieb, an den großen Firmen, die diese Pinball-Tische hergestellt haben. Und darf sie nicht mehr verkaufen. Da es die meisten davon nur als Download gab, sind sie jetzt einfach verschwunden aus den Download-Angeboten bei Steam und auf den Konsolen. Das Einzige, was es noch gibt, sind zwei DVDs, nämlich Staffel 1 und Staffel 2, wo einige der Tische, die nicht mehr verkauft werden dürfen, halt noch zu kriegen sind. Wenn man die PS4 hat, kann man sie sich da holen. Ich war schockiert, weil ich sehe Videos und ich sehe, welche Tische es gab und welche Tipps und Tricks es dafür gab. Und ich bin ein großer Halloween- und Elvira-Fan. Elvira habe ich noch gekriegt auf der DVD von Season 1. Aber Addams Family, ja, es gab ihn. Es gab den Addams Family-Tisch, auf Kickstarter sogar unterstützt. Twilight Zone, es gab den Twilight Zone-Tisch. Verschwunden. Verschwunden wegen einem Rechtsstreit. Zen Studios, die also Pinball FX3 machen, bringen jetzt nach und nach wieder die Williams-Tische raus und die Gottlieb-Tische, glaube ich, auch. Das heißt, es ist die Hoffnung da, dass einige dieser Tische dann doch nochmal veröffentlicht werden, vielleicht sogar in besserer Form und so weiter. Allerdings für Leute wie mich kein echter Trost, ja, weil sie momentan nicht zu kriegen sind und die Pinball ist Nische genug, dass ich glaube, dass nicht alle Tische einfach so schnell wieder veröffentlicht werden. Es gibt andere Möglichkeiten, Tische zu spielen. Da komme ich vielleicht mal in irgendeinem weiteren Video irgendwann darauf. Sorry für die ganze Einleitung hier, aber war mir wichtig. War mir wichtig, das mal zu erklären. Gucken wir doch einfach mal, gucken wir einfach mal in Ghostbusters rein, denn den besitze ich gar nicht, aber monatlich gibt es dann einen Tisch, den man wohl auch so spielen kann. Und guck mal, wie es hier grafisch aussieht. Stern ist die Firma, die ich nicht erwähnt habe, ne? Williams und so weiter erwähne ich. Okay. Ja, wie man sieht, sieht es ein bisschen nach Computergrafik aus. Es sieht nicht ganz so texturisiert aus wie dieser Carrier-Dinger oder wie Pinball FX3. Achso, ich muss hier drauf drücken.
und das hier machen. Gut, aber ansonsten kriegt man einen guten Eindruck. Keine Chance, dass dieses Video monetarisiert wird, ne? Also mit der Musik, die hier läuft. Aber das ist ja genau der Punkt. Ich meine, hier habe ich die Tische mit der Originalmusik, den Originalfiguren. Ich sehe Rick Moranis und Sigourney Weaver unten links und unten rechts. Und genau das hier wird ja schwerer und schwerer. Ich habe schon gesehen, dass einige der Spiele, die Zen Studios, also mit Pinball FX 3 rausbringen, kleine Änderungen drin haben. Ich weiß nicht, ob es teilweise aus Copyright-Gründen ist oder ich glaube, es gab tatsächlich da einige Sachen, die geändert wurden, um das jugendfreier zu machen oder so. Also da scheint sich eine Menge zu tun. Es geht um verdammte Pinball. Es geht um Flipper. Wer spielt sowas? Spielen Kinder das? Wenn ja, sind sie gefährdet durch den Anblick einer Frau im Bikini? Dadurch, dass das halt eben nicht so viele Leute das spielen, denke ich halt auch, dass es sich nicht lohnt, diese ganzen legalen Sachen durchzukämpfen für die Firmen. Die Frage, was die Zukunft von Computer-Pinball angeht, ist eigentlich eine etwas düstere, wie ich finde. Denn ich glaube nicht, dass es ein riesiges Revival geben wird. Ich glaube, es gab dieses Revival und ich habe es verpasst. Weil das Lizenzende hier von Pinball Arcade 2018, glaube ich, stattfand. Und wie ihr seht, ne, läuft eine ganze Menge ab und so weiter. Ich bin jetzt aber so versunken hier in Call Attendant? Was ist das denn? Das habe ich noch gar nicht. The ball is not stuck. Ach so, verstehe. Das hätte ich machen können. Ich hätte jemanden rufen können. Wenn der Ball steckt. Das wusste ich auch noch nicht. Also ich lerne immer noch was dazu. Gut, lass mal den Ball mal ausrollen. War es der dritte? War es der dritte? Ne, da kommt noch ein dritter. Es muss aber doch eine Möglichkeit geben. Es muss noch eine Möglichkeit hier rauszukommen. Ja, denn ich wollte, wie man merkt, in dem Video hier wollte ich einerseits zeigen, wie die Tische hier so aussehen, und da würde ich gerne auch noch einen zweiten und einen dritten zeigen. Zum anderen aber halt die traurige Geschichte erzählen, die sich hier hinter verbirgt und warum es diese ganzen Sachen nicht mehr gibt. Das große Revival muss also irgendwie 2016, 17 oder so gekommen sein. Ich weiß nicht, wann Pinball Arcade hier genau aktiv war. Und alles weg. Alles verschwunden. Und dabei steckt so viel gute Arbeit da drin. Gucken wir mal in Black Hole rein, der ist interessant. Das ist ein interessanter Tisch. Jetzt habe ich Going Nuts angelegt. Nein. Black Hole. Gottlieb. 1981. Auch hier kann man zu jedem Tisch Informationen abrufen. Erfahren, wie der Tisch, was den Tisch so besonders macht. Und wie man schon direkt sieht. Was den hier besonders macht, ist, dass in der Mitte unter Glas ein entgegengesetztes Flipperfeld ist. Mal gucken, ob ich das erreiche. Ob ich mal zeigen kann, was darin so passiert. Der Ball läuft hier etwas langsamer als bei anderen Flipperspielen. Ich glaube aber nicht, dass das irgendwie an einem Grafikfehler liegt, sondern dass er weniger geneigt war, um einen gewissen Schwerelosigkeitsaspekt herbeizurufen. Es soll heute nicht sein, glaube ich. Weil das, was da zu sehen ist, in der Mitte, gibt es auch bei, ich glaube, einigen Haunted House, oder bei zumindest einem Haunted House Tisch, dass man, jetzt hätte ich wieder wackeln sollen, übrigens. Lassen wir es mal dabei. Dass man auf eine andere Ebene kommt und dann sozusagen sich entgegenspielen muss und so weiter. Ganz interessant eigentlich, dass es das so gibt. Welcher interessiert Sie noch so? Hä? Welcher ist es? Der Star Trek-Tisch, nehme ich mal an. Könnte einige Leute interessieren. Wie man sieht von dem neueren Star Trek-Film. Und ja, grafisch nichts dran auszusetzen. Es erinnert meiner Meinung nach an
Es erinnert meiner Meinung nach an die Version bei Pinball FX3, wenn man die Super-Effekte rausnimmt. Dann hat man so dieses Feeling hier. Star Trek hab ich noch nicht gespielt. Oder wenn, dann nur kurz, um mal reinzugucken und die Samples zu hören. Was mir auffällt, ist, dass selbst hier, man hat zwar die ganzen Ikonografien von Star Trek, der Föderation und so weiter und natürlich die Raumschiffe da oben, aber man hat nicht so ganz das Farbschema und man hat das Gefühl, dass also Leute an den Pinballtischen arbeiten, die dem Corporate Design von irgendwelchen Franchises nicht so hundertprozentig verpflichtet sind. Das hat man bei den reinen CGI-Tischen jetzt der neuesten Generation nicht. Ja, die sehen alle aus wie Filmsets, in denen eine Kugel rumschwirrt und so. Wenn auch nur einer diese Videos hier guckt, werde ich auch noch ein weiteres Video machen, wo ich vielleicht mal Exit Game will ich eigentlich gar nicht machen. Aber ich weiß nicht, wie komme ich denn hier? Da komme ich doch raus, oder? Oder? Ne, er resumed. Ich werde noch ein weiteres Video machen, wo ich vielleicht mal ein paar Besonderheiten zeige von diesen Tischen. Ich wollte ihn herausfallen lassen. Wie bei jedem neuen Tisch gibt es direkt wieder Nachball. Mir ist nämlich aufgefallen, genau, Corporate Design, sorry. Das war das, worüber ich gerade geredet habe. Mich wundert es teilweise, dass so viel künstlerische Freiheit, Designfreiheit. Okay, ich war verwirrt. Künstlerische Designfreiheit herrscht. Und schon habe ich wieder drauf gerückt. Das ist mir besonders aufgefallen bei Starship Troopers. Ja, Starship Troopers, Song von Yes, aber auch ein Buch von Heinlein. Haben Sie einen Film vor Augen? Ja, sehen Sie das so vor sich? Hatte ein sehr, sehr selbstbewusstes Design, ne, von allem. Wie stellen Sie sich den Flippertisch vor, der mit Starship Troopers zu tun hat? Sehen Sie es so vor sich? Ich sehe eine Menge, ich glaube, Blau- und Grautöne und Weiß und Schwarz und Dunkel und die Bugs auf der einen Seite und die cleanen amerikanischen Helden auf der anderen Seite. Gucken wir mal an, wie der Flippertisch aussieht dazu. Ne? Ist ja eindeutig auf dem Film basierend, wie man hier sieht. Haben Sie sich so vorgestellt? Klendatu, stimmt, das ist der Planet, auf dem die Bugs sind. Ich hatte es mir nicht so bunt vorgestellt. Es sieht aus wie ein bunter Spieltisch, der auch für ein Kinderspiel oder so sein könnte, wo ein paar Bugs mit aufgeklebt sind. Und bunte Lampen aus Plastik rechts und links. Das sieht mehr aus wie irgendein Sonderangebot von Lego Playmobil oder so. Und nicht wirklich, als hätte da eine Designfirma versucht, den Look des Films hinzukriegen. Aber es sei gesagt, dass ich solche Sachen zu schätzen weiß. Ich mag Dinge, die überraschend unfertig oder, ich will nicht das falsche Wort benutzen, handwerklich ungeschickt gemacht sind. Nicht stümperhaft. Stümperhaft trifft es nicht, sondern wo man sich vielleicht auch nicht so viel bei gedacht hat. Deswegen mag ich auch Spielzeuge aus der Vergangenheit lieber als die modernen. Ich habe das Gefühl, dass was bei Toys R Us, gibt's das noch? Also was so an Actionfiguren und so weiter heute rauskommt. Ich lass die beiden mal rauswerfen, damit ich ein bisschen reden kann. Aber da muss ich den dritten erst so abschießen, ne? Dass die neueren Figuren gemacht sind für Sammler, für Man-Children, Man-Child, für Nerds und nicht für Kinder. Was natürlich schön ist, man hat gute Modelle da, die absolut echt aussehen. Habe ich noch einen? Multiball, jetzt? Oh, das kann ich doch nicht. Na, das war Baldi, Dankeschön.
Trollig, oder? Trollig. So. Und wieder raus. So. Und wieder die Musik hier. Ja, was soll ich sagen? Ich wollte, um das kurz abzuschließen mit dem Spielzeug. Also, das Moderne ist gut als Sammelobjekte, die man sich irgendwo in die Vitrine stellen kann. Aber wenn man sich die frühen Star Wars-Figuren anguckt oder irgendwelche Spielzeuge aus den 70er, 80er Jahren, ja, das hatte noch was, das ist als Spielzeug gedacht und hat nebenbei noch dieses bekannte Franchise da drin. Und gefällt mir aufgrund der Naivität und der schweren Erkennbarkeit. Und genau das weckt auch hier dieser Starship Troopers Tisch in mir irgendwo. Ja, alle Tische von Pinball Arcade sind meiner Meinung nach höchst unterhaltsam, spielbar. Nicht so überfrachtet mit neuen Gimmicks wie die Pinball FX3 Tische. Und nicht ganz so retro wie so wenig in der Popkultur verankert wie dieser Carrier Tische. Dies hier wäre das Programm, das man haben sollte als Pinball-Fan, wenn nicht diese verdammte Lizenzsache da wäre. Und ich glaube, es ist noch ein Viertel da von dem, also irgendwie 26 Tische sind noch, oder weniger, 25, 23 Tische sind übrig von einstmals 110 Tischen und es kommt auch nichts Neues dazu. Ja, Pinball Arcade hat aufgegeben, die haben jetzt ein Bowling-Spiel rausgebracht, versuchen das irgendwie rauszubringen, hat nicht sehr gute Kritiken. Mir tut's irre leid, ja, weil diese Firma meiner Meinung nach alles richtig gemacht hat, vom Design ihrer Spiele, von allem. Sie haben die richtigen Franchises gehabt, es war alles interessant, was sie gemacht haben, es war alles richtig gut, was sie gemacht haben, aber kaum eine Chance, das jemals wieder zu spielen. Und der Grund dafür ist echt vor allem die Tatsache, dass Seasons, ich glaube, es gab 8 Staffeln mit Pinball-Tischen, also und nur die ersten zwei sind halt noch auf Datenträgern erhalten und alle anderen waren nur als Download und sind damit komplett verschwunden. Insofern hier eine ernsthafte Warnung, auch an Leute, die Netflix gucken und die sich auf bei Amazon Prime Filme kaufen und ähnliches. Das ist eine gefährliche Sache. Es gibt Filme, die im Zuge von Political Correctness, ja, und Identitätspolitik jetzt geschnitten wurden, wo kleine Szenen rausgeschnitten wurden, die politisch nicht mehr korrekt sind. Es gibt Fernsehserien, bei denen ganze Episoden aus dem Programm genommen wurden. Und man sollte sich klar machen, man kauft nicht wirklich den Besitz an irgendetwas, wenn man bei Amazon was runterlädt und ne, den Download dann bezahlt, sondern im Kleingedruckten steht dann, dass das jederzeit verändert oder entfernt werden könnte, wenn es nicht mehr passt. Und ich glaube, wir steuern auf eine Zeit zu, in der das so ist. Hier ist es noch nicht mal so, ja. Hier bei Pinball Arcade war es noch nicht mal der Zeitgeist, der zugeschlagen hat, sondern einfach irgendein Problem mit den Lizenzen und dass man sich nicht einigen konnte. Ich glaube, die GTA-Spieler wissen auch, wovon ich rede, weil bei GTA 4 ja zum Beispiel die Musik komplett ausgetauscht wurde und bei GTA öfter mal Songs verschwinden und so weiter. Nicht, dass das irre wichtig ist, vielleicht, aber vielleicht doch. Ja, vielleicht, wenn ich ein Spiel gespielt habe vor 10 Jahren und ich möchte es heute nochmal spielen, möchte ich so erleben, wie ich es kennengelernt habe und nicht, wie man mir heute gewährt, es zu spielen. Ich könnte noch stundenlang drüber reden, sollte ich aber nicht. Vielleicht das als Abschluss meiner kleinen Reihe von den 3 großen Firmen, Pinball-Firmen, die es gibt. Und hier ein kleines Tale of Caution, ja, also eine kleine Geschichte, aus der man was lernen sollte. Und wir werden sehen, was die Zukunft bringt, ob all diese Spiele jetzt von Zen Studios rausgebracht werden, ob es dafür eine zu kleine Nische ist, dass sich das nicht lohnt, oder ob vielleicht irgendeine neue Firma irgendwann kommt. Wie gesagt, es gibt noch eine Möglichkeit und vielleicht mache ich darüber auch ein Video, aber